Hi, meine lieben Gitarrenfans und Faninnen, mein Standardspruch. Hier ist euer Maestro Nesto von lerngitarreonline.de. Ich habe wieder eine Frage bekommen heute zum Kurs, die ein bisschen aufwendiger ist. Und dann dachte ich, mache ich mal wieder ein kleines Frage-Antwort-Video, um das so ein bisschen zu erklären. Und zwar schreibt mir die liebe Eva, dass sie für ihre 11-jährige Tochter jetzt eine Gitarre kaufen, eine kleine Yamaha. Und die möchte gerne Gitarre lernen, aber sie sind sich nicht so ganz sicher, ob sie nicht eher nur eine Gitarre haben möchte oder eben auch wirklich bereit ist zu üben. Und jetzt kriegst du die zu Weihnachten die Gitarre. Und jetzt fragt die Eva mich, ist der im 12-Wochen-Kurs, mein Einsteiger-Akustik-Gitarrenkurs, Gitarre von Anfang an, auch was für sie, also für Kinder? Auf meiner Schülererfahrungsseite, auf den Feedbacks von meinen Schülern, seht ihr natürlich, dass sehr viele Erwachsene dabei sind in erster Linie. Der Kurs richtet sich auch eigentlich eher so an Erwachsene, weil ich ja doch sehr ausführlich auch die Motorik erkläre und das Grundgefühl der Lockerheit und 1a Klang und so weiter. Und Kinder sind ja so eher so, die brauchen ja so ein bisschen mehr so den Anreiz, ein spannendes Stück, was man spielen will, ein bisschen die Interaktion auch mit dem Lehrer. Das Erforschen so sind jetzt nicht unbedingt so die, die jetzt ewig zuhören, sondern die wollen schon eher gleich nachmachen und tun. Also eher würde ich sagen, das ist ein Kurs schon für Erwachsene. Aber allerdings hatte ich auch ab und zu Kinder im Kurs. Aber das Erfolgreichsten war das eigentlich am ehesten, wenn die Eltern einen Elternteil mitgelernt hat. Also wenn die zusammen gelernt haben. Ne? Wenn man sich also mit seinen Kids gut versteht und so und da irgendwie auch das alles gut auch zusammen lernen eine spannende Sache ist. Oder wenn man vielleicht auch so einen kleinen pädagogischen oder psychologischen Draht hat und da auch einfühlsam mit seinem Kind also meine Kursinhalte übersetzen kann. Es kommen natürlich auch Stücke, schöne Stücke, auch Lieder, aber auch instrumentale Sachen, so kleine Flamenco-Sachen, die nicht so schwer zu spielen sind, also die auch Kinder reizen können. Und natürlich aber kommt auch kleine motorische Sachen und sowas, also um den Gitarrenhals zu erkunden, kommt auch mal eine Tonleiter, aber dann immer musikalisch, also auch spannend, dass es gleich so einen kleinen Touch zum Flamenco hat. Ne? Also ich bin da sehr konkret, ich hasse das so trockene Übungen zu machen, also die nicht irgendwie musikalischen Sinn haben. Also das kann für Kinder auch sehr spannend sein, wenn also der Vater oder die Mutter dabei ist und zusammen lernt. Da hatte ich nämlich zum Beispiel den Thomas aus München, der hat mir dann auch ein sehr schönes Feedback gegeben. Die sind sogar bis zu Kurs 3 oder Kurs 4 genau gegangen damals. Er mit seinem Sohn, der war, ich nehme an, so um die 10 oder ein bisschen jünger. Die sind also dreimal 12 Wochen haben die gemacht. Ich gucke mal gerade das Feedback, ich lese euch auch immer das Feedback vor. Vielleicht packe ich es auch noch unter das Video hier. Also der Thomas und sein Sohn Michael, Michi, die schreiben, also der Thomas schreibt, der Kurs ist echt spitze. Wir waren schon bis Kurs 3. Die Leute können es nicht glauben, dass wir erst 10 Monate Gitarre spielen. Andere Kinder nach 2 Jahren beim Gitarrenlehrer spielen mal gerade einige Akkorde und noch etwas schräg klingend. Und Michi spielt schon sogar einige klassische Stücke vor. Ja, da habe ich im Kurs 2 habe ich auch so kleine klassische Stückchen, immer sehr unterhaltsam, also nicht so trocken klassisch, sondern wirklich auch die zum Teil so schon poppig fast klingen. So ein kleiner. Was habe ich dann? Giuliani, genau, der schön, so eine kleine Arpeggio, kleine Etüde. Das klingt jetzt sehr trocken, so wenn man das so ausspricht, aber das Ding hat eine schöne Akkordfolge, die sehr schön, die Pop-Charakter hat, ne? Eine schöne Zerlegung. Jedenfalls schreibt er dann, genau, der Michi spielt sogar schon dann einige klassische Stücke vor, da fällt den Leuten immer die Kinnlade runter. So, also das kommt schon auch gut an. Aber wie gesagt, ich glaube, Thomas ist auch Psychologe und kann sich da wahrscheinlich, hat das auch gut übersetzt, den Stoff aus dem Kurs für die Kids. Also dann kann das schon sehr gut funktionieren. Ich stehe da auch dazu, ich stehe auch dahinter, was ich den Leuten da beibringe. Ich habe auch viele Kinder damals unterrichtet in der Musikschule, wo ich gearbeitet habe. Ich weiß aber natürlich eben, da muss schon einer sein, der das ein bisschen noch unterstützt und spannend macht. Und man muss dann vielleicht im Kurs auch nicht jede Sache, also in meinem Kurs, dann auch jede Sache so bis ins Letzte gehen. So, ne, da wollen die Kinder dann vielleicht mehr von Stück zu Stück. Und man kann aber dann so ein bisschen natürlich, wenn man dann ein bisschen geschickt ist, kann man die ein bisschen führen und sagen, ach, vielleicht probiere doch mal diese kleine Übung hier oder, ne, das ist dann vielleicht auch ganz spannend. Ich würde dann auch wirklich den Eltern, das habe ich ihnen auch immer, wenn ich die Frage bekommen habe, die habe ich häufiger bekommen in den letzten 10 Jahren oder 11 Jahren, seit ich meine Kurse mache. Ich habe den Eltern immer gesagt, am besten ist, wenn einer von euch beiden, also Mama oder Papa, mitlernt, ist ja auch eine tolle Sache dann.
gleich auch noch selber ein bisschen die Gitarre zu erkunden. Ne? Und dann kann das sehr gut funktionieren. Wie gesagt, das Feedback ist jetzt nicht getürkt. Das haben ja Thomas und der Michi da auch zur Verfügung gestellt. Und ich denke, die haben da jetzt nichts dagegen, wenn ich hier mal in diesen Film ja als kleines Picture einbaue. Den Nachnamen streiche ich dann mal. Aber dann könnt ihr sehen, dass das tatsächlich passiert ist. Okay, also wie gesagt, besser wäre es dann, wenn Gitarrenkurs dann zusammenlernen. Aber ist ja auch eine tolle Sache, wie gesagt. Ne? Und ich habe auch gesehen, Eva ist ja auch da in so einem Unterrichten tätig in einem anderen Bereich. Also das wäre ja dann auch noch eine gute Sache für dich selbst auch. Da schreibe ich dir vielleicht auch noch auf die Mail, wo ich dir gleich antworte, noch ein paar Sätzchen dazu. Wie gesagt, aber hier ist schon mal meine Antwort dazu. Wie gesagt, der Kurs, da stehe ich voll dahinter. Aber für Kinder müsste man es ein bisschen als Mama, Papa, Onkel, Tante, ein bisschen zusammen durchgehen, ne? Dass da so ein bisschen die Auswahl noch getroffen wird und ein bisschen mehr der noch der kleine Kick, vielleicht auch mal vorspielen. Das ist ja das Schöne, wenn man dann zusammen lernt. Der eine, die Erwachsene kapieren das vielleicht ein bisschen schneller, je nachdem. Obwohl dann Kinder soll man wirklich nicht unterschätzen. Die machen, sagen auch viel durch Nachahmung. Aber Erwachsene kann das dann vielleicht noch so ein bisschen selbst sich schon mal so drauf schaffen und dann dem Kind vermitteln. Und dann kann man eine sehr schöne Zeit auch haben, zusammen das zu lernen und so. Muss man sich natürlich auch ein bisschen gut verstehen. Aber dann kann das sehr gut flocken. Okay, alles klar. Das war jetzt meine Antwort dazu. Dann habt viel Spaß.